Mama. Also wer es kennt, kann mitsingen. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt, und was gestern schon galt, gilt ab heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer, und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr, und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Und der Jan möchte jetzt was sagen? So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich zumindest bekomme immer wieder Lust zu kotzen, wenn ich diese Medien lese und höre. Was uns da in den Medien erzählt wird, das ist ja wirklich nicht mehr schön. Es wird eine Angst gemacht, die wirklich nicht mehr tragbar ist. Es wird uns erzählt, dass es bald hier irgendeinen Anschlag geben soll von irgendwelchen islamistischen Terroristen. Ich wette, diese Anschläge würde es nicht geben, wenn sich Amerika mal ein bisschen da raushalten würde. Aber nein, es wird jetzt wieder die Angst geschürt. Und in Australien haben sie schon wieder angefangen, neue Gesetze zu beschließen. Ist das nicht toll? Da gibt es dann eine IS, den Islamischen Staat, und der bedroht jetzt sogar Australien. Und Australien hat sich von diesen paar Leutchen so einschüchtern lassen, dass jetzt schon neue Gesetze beschlossen werden. Und was sind das für tolle Gesetze? Natürlich Gesetze, in denen die Bürger etwas mehr überwacht werden dürfen als vorher. Kleiner Vorgeschmack, was uns hier auch erwartet. Es ist ja schon in vollem Gang. Die Bundesregierung plant schließlich, uns in den sozialen Netzwerken in Echtzeit überwachen zu dürfen. In Echtzeit, wisst ihr was? Jeder, der twittert, jeder, der auf Facebook wird, wird live überwacht. Das Ganze ist natürlich nicht ganz billig. Kostet nur 300 Millionen. Und wer bezahlt die? Natürlich wir. Sind wir eigentlich so ein Volk von Dummen, dass wir 300 Millionen Euro als Steuerzahler bezahlen, um uns in Echtzeit live überwachen zu lassen? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ich hoffe mal, jeder, der seinen Facebook-Account nächstes Mal aufmacht und dann ein bisschen guckt, dass er ein bisschen bewusster damit umgeht und sagt, ja, bald wird die Bundesregierung oder der Geheimdienst dieses alles in Echtzeit lesen dürfen. Und für diesen Mist habe ich dann auch noch 300 Millionen Euro bezahlt. Ganz toll. Und wenn man die Zeitung liest, dann machen ja alle mit. Es gibt ja gar nicht mehr irgendwie Zeitungen zu kaufen oder Fernsehsendungen zu schauen, in denen eine objektive Berichterstattung geboten wird. Überhaupt nicht mehr. Einzige Ausnahme, wieder mal Tipp des Monats, die Anstalt auf dem ZDF.
Letzte Woche war wieder eine Ausgabe dieser Anstalt und sie war grandios gut. Und man kann den Leuten, die diese Anstalt machen, nur hoffen, dass sie nicht so schnell abgesägt werden. In der Einsendung haben sie ja schon eine Klage bekommen, nämlich von den Medienleuten, die sie in dieser Sendung extrem kritisiert haben. Aber wir brauchen das, wir brauchen die Kritik. Wir dürfen diese Medien nicht mehr so kritiklos hinnehmen. Sie belügen uns nach Strich und Faden. Und wenn sie uns nicht belügen, dann sagen sie uns nur Halbwahrheiten. Und wenn man auf dem Weg ist, die Wahrheit zu finden, dann muss man schon alternative Quellen sich suchen oder montags hierher zu kommen. Deshalb auch nochmal die Aufforderung, eure Bekannten, eure Freunde zu bitten, hierher zu kommen. Denn nur das Hiersein zählt, dass wir ein Gewicht bekommen, dass man uns sieht. Kreative Ideen sind auch gefragt. Wir zünden hier Lichter an, das ist ein sehr schönes Zeichen, aufmerksam zu machen. Weil die meisten Leute gehen hier vorbei und wissen gar nicht, aha, da sind ein paar Leute. Und wenn dann irgendwo das Wort Frieden erscheint, dann denken sie sich Leute, ach ja, das sind wieder irgendwelche Friedensaktivisten. Schon merkwürdig, dass man mit dem Wort Frieden solche Probleme hat heutzutage. Krieg hört sich doch da schon viel besser an. Krieg ist sexy. Mit Krieg kann man Zeitung verkaufen, aber nicht mit Frieden. Welche Zeitungen werden wohl mehr verkauft? In denen von einem Friedensvertrag die Rede ist oder in denen wieder von einem neuen Angriff die Rede ist? Oder dem neuen Ausbruch einer Krankheit? Wie wäre es mal wieder mit einer neuen Krankheit? Genau, Ebola. Super. Was hatten wir nicht damals schon für Freude bei der Vogelgrippe, bei der Schweinegrippe und bei anderen diversen Krankheiten? Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie die Tourismusbranche auf Rügen zusammenbrach, weil Rügen in die Schlagzeilen gekommen ist, erste Beispiele der Vogelgrippe bei sich gehabt zu haben. Es wurden ganz toll diese weißen Männer gezeigt, die in Schutzanzügen dann dort umherspringen. Und es war von einer Riesengefahr die Rede. Und plötzlich hatte jeder Angst. Und da verkauften sich die Zeitungen natürlich wieder richtig gut. Denn jeder wollte ja wissen, wie nah ist die Vogelgrippe schon bei mir vor der Haustür angelangt. Und deshalb auch jetzt, wie nah ist der islamistische Terror wieder vor unserer Haustür angelangt? Eigentlich gar nicht, aber man will uns unbedingt zu wissen geben, dass der islamistische Terrorist hier bei uns schon wieder vor der Tür steht. Und man glaubt, dass bald irgendwas passieren könnte. Und ich habe auch Angst. Nicht, dass hier ein islamistischer Terrorist einen Anschlag verübt. Nein. Ich habe die Angst, dass der CIA selbst derjenige sein wird, der in verdeckten Operationen hier irgendwo mal wieder eine Bombe hochgehen lassen wird. Wie man auch damals jetzt dieses Flugzeug vom Himmel geholt hat, das waren nicht die Russen. Und wer jetzt glaubt, dass es wieder Verschwörungstheorien sind, dem will ich nur kurz mal wieder sagen, dass wir in den 50er Jahren 1953 einen Putsch in Teheran hatten, in dem der demokratische Präsident Mossadegh gestürzt wurde. Und es sah aus wie ein Putsch im Lande. Aber die CIA-Papiere, die 60 Jahre später veröffentlicht wurden, machten uns deutlich, dass es vom CIA orchestriert war. Der gesamte Putsch war von den Amerikanern vorbereitet und durchgeführt. Und es war ein Putsch, bei dem eine Demokratie gestürzt wurde. Also nicht, wie heute immer verkauft wird, ja, die Amerikaner, die kämpfen für Demokratie. Nein, damals wurde eine Demokratie gestürzt und der Schah von Persien ins Leben gerufen, der alles andere als eine Demokratie, als Politik führte. Und so sind ganz viele Dinge heute, ich wette mit euch, es sind ganz viele Dinge heute, die wieder im Argen sind, die wieder vom CIA oder von anderen Geheimdiensten organisiert werden und die uns dann verkauft werden als Aktionen von irgendwelchen islamistischen Terroristen. Damit wir Angst haben, damit wir Hass in uns schüren. Und das ist genau das Gegenteil, was zum Frieden führt. Man sieht es ja, die Luftschläge der Amerikaner in Syrien haben überhaupt nicht dazu geführt, dass da jetzt irgendwelche Führer der islamistischen Terrororganisationen dort abdanken und sagen, okay, wir ergeben uns. Nein, das ist ja wie, als würde man in ein Bienennest stechen, ein Wespennest. Man macht das Ganze ja noch schlimmer. Und so steht auch sogar in den Nachrichten oder in den Zeitungen, ja, die USA haben sich wohl ein wenig verschätzt. Ja, Pech gehabt. Man schürt den Konflikt und es passt denen anscheinend perfekt in den Plan, die Länder zu destabilisieren und letztendlich noch mehr Waffenlieferungen zu fordern. Apropos Waffenlieferungen,
Das ist ja auch wieder der neueste Running Gag in den Zeitschriften. Unsere Bundeswehr. Haben wir so eine tolle Drohnen-Uschi mit ihrer stets frisch geföhnten Frisur, die jetzt neulich im Nordirak war. Aber wer war nicht da? Die Waffen waren nicht da. Noch nicht mal die Ausbilder waren da. Nein, Drohnen-Uschi kam alleine in den Nordirak und hat dort mal Hallo gesagt. Und ich verstehe nicht, wieso die Frau immer noch so am Lächeln ist. Denn letztendlich ist sie doch nur beeinflusst von der Waffenlobby, um uns dazu zu bringen, mehr Geld in die Rüstung zu stecken. Wie auch der NATO-Generalsekretär Rasmussen uns und die anderen europäischen Länder immer wieder dazu drängt, mehr Geld in Rüstung, mehr Geld in Rüstung. So ein Quatsch. Dann wird jetzt auch gesagt, in den Medien geht das fast täglich durch die Meldung, die Bundeswehr ist ja so marode, die Hubschrauber, die meisten können gar nicht fliegen, die Flugzeuge können gar nicht fliegen, alles ist kaputt. Ach herrje, unsere arme Bundeswehr, wer soll uns denn verteidigen, wenn das ganze Material kaputt ist? Und was sagt die von der Leyen? Die sagt, ja, wir müssen mehr Geld da reinstecken. Komischerweise hat heute Morgen ein SPD-Abgeordneter im Interview gesagt, das Geld ist da. Letztes Jahr gab es im Verteidigungshaushalt Gelder, die nicht abgerufen worden sind. Hallo? Wieso kennt diese Frau von der Leyen den Verteidigungshaushalt nicht, dass sie sagen müsste, es muss mehr Geld her? Es wäre vielleicht eine Idee, dieses Geld erstmal ein bisschen besser zu verwenden in der eigenen Bundeswehr. Aber nein, da wird gleich wieder gebrüllt, wir brauchen mehr Geld in die Bundeswehr. Ein Unding. Und ich denke, jeder, der das einfach so liest und nicht auf die Straße geht, was ist denn mit dem los? Ich finde, es gibt so viele Sachen, die einem doch zum Halse raushängen können. Und da muss man doch einfach nur auf die Straße gehen. Jeder, der sowas liest, von so etwas hört und sich dann abends in sein Sofa setzt und sich nicht drüber aufregt, ist der denn dann schon sowas von abgeflacht im Kopf? Ja, so bellen müsste man. Eigentlich müssten wir alle so bellen wie der Hund, damit endlich die Leute hören, wo es hier abgeht in unserem Land. Ich war letzte Woche in Duisburg und bin an einem Stadion vorbeigekommen, an einem Fußballstadion. Das fand ich unheimlich interessant. Ich bin kein Fußballfan und war auch nie bei so einem Spiel. Und da lief gerade ein Zweitligaspiel zwischen Duisburg und Dortmund. Es waren 11.000 Menschen in diesem Stadion und ich bin dran vorbeigegangen und mir ist Gänsehaut gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, wenn 11.000 Menschen gleichzeitig einen Schlachtruf brüllen. Es war grandios. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wäre das schön, wenn wir hier 11.000 Menschen hätten und die würden rufen, Merkel, Kriegstreiber, Merkel, Kriegstreiber, dann würde mir auch wirklich die Gänsehaut kommen. Ich werde am Freitag nach Hannover fahren, weil ich Merkel so liebe. Ich werde ein paar Trillerpfeifen mitnehmen, weil ich finde das einfach, das ist so ein Gefühl, wir dürfen uns das nicht mehr gefallen lassen. Über 2/3 der Bevölkerung waren gegen die Waffenlieferung in den Nordirak. Und was macht unsere Bundesregierung? Sie schickt die Waffen doch. Und zum Hohn lässt sie dann auch nochmal das Parlament drüber abstimmen. Sagt dazu, ja egal wie ihr abstimmt, wir machen das doch. Nur um zu sehen, wahrscheinlich, ob die Parlamentarier denn alle schön der Mutti gehorchen. Es ist einfach ein Unding. Und wenn uns in den Medien erzählt wird, dass Merkel die beliebteste Politikerin ist, dann gute Nacht. Ich glaube nicht dran. Und dafür, um das zu zeigen, müssen wir mehr werden und uns einfach hier auf der Straße versammeln, um auch Leuten, die uns jetzt hier nur so zuhören und sich wundern, warum sind da Leute, die gerade Kerzen anzünden. Ja, wir zünden Kerzen an, weil wir denken, wir können was bewirken. Wir haben es zwar schwer, aber wenn wir mehr werden, dann bekommen wir auch mehr Gewicht. Eine Unterstützung werden wir nicht bekommen von den Medien, die bleiben fern. Und wenn Sie über Montagsdemos berichten, dann berichten Sie nur, ja, das sind Rechtsesoteriker oder irgendwelche verrückten Chaoten. Ich denke nicht, dass hier in unserem Kreise irgendwelche rechten Leute sind. Und ich denke auch nicht, dass wir irgendwelche verrückten Chaoten sind. Sondern wir sind einfach nur Leute, die sich Gedanken machen. Gedanken über das, was uns in den Medien erzählt wird und Gedanken über das, was abgeht. Ich hatte mir gerade heute nochmal Gedanken gemacht über das Parteienwesen. Wir haben ja eigentlich keine Parteien mehr. Und die Wahl hat ja auch gezeigt, die letzte Wahl hier, da waren die absolute Mehrheit der Menschen, war dafür, nicht wählen zu gehen. Das war ein unglaubliches Ergebnis, dass die Partei, die gewonnen hat, eigentlich die Partei der Nichtwähler war. Und diese Partei hat sogar die absolute Mehrheit gewonnen. Darüber müssten wir auch mal nachdenken.
Aber was ich heute kurz erwähnen wollte, das waren die Grünen. Ich kann mich noch erinnern, wie Joschka Fischer damals ins Parlament einzog. Mit selbstgehäkelten Pullovern und Turnschuhen waren sie eine Revolution. Ich war damals noch etwas jünger und habe gedacht, wow, in der Politik tut sich was. Nicht mehr diese alten, beschlipsten, alten Säcke, die da immer rumlaufen. Nein, man hat junge Leute, die mit normalem Outfit sich unter die Politiker mischen und auch mit neuen Themen aufwarten. Für Umweltschutz, gegen Atomkraft. Das sah alles ganz prima aus. Und was ist jetzt aus den Grünen geworden? Ich habe mich das immer gefragt. Wieso die Grünen nicht mehr so das gleiche Image haben wie damals? Und da ist mir so eine, ja, das ist eigentlich so ein kleines Organigramm in die Hände gefallen via Internet. Und das fand ich unheimlich interessant. Da war der Vorstand der Partei Bündnis 90 Die Grünen und deren Vernetzungen mit gewissen Organisationen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also der Cem Özdemir zum Beispiel, da habe ich habe ja letzte Woche schon über dieses Bilderberger-Treffen gesprochen. Also für alle, die das nicht wissen, gerne mal Bilderberger-Konferenz googeln. Jedes Jahr findet die statt mit den absoluten Elite-Leuten aus Politik, Industrie und Medien. Und auch der Cem Özdemir war natürlich dabei bei den Bilderbergern. Daneben ist Cem Özdemir auch beim German Marshall Fund of the United States. Das ist eine Stiftung zur Förderung der transatlantischen Beziehungen. Dann ist Cem Özdemir auch noch in der New American Century, einer US-Denkfabrik, zur Aufrechterhaltung der Pax Americana. Und letztendlich ist Cem Özdemir auch Mitglied in der Atlantikbrücke. Hurra! Also Cem Özdemir macht sich da sehr, sehr in diesen amerikanisch-europäischen Thinktanks, wie sie so schön heißen, breit. Dann gibt es noch einen Omid Nuripur, der ist auch im Vorstand der Atlantikbrücke. Weiterhin ist im Vorstand der Grünen die Katrin Göring-Eckardt, die ist auch Mitglied der Atlantikbrücke. Wir haben den Reinhard Bütikofer, falls den jemand kennen sollte. Ich habe ihn sehr gut vor Augen, wusste aber noch nicht, dass der aktiv im Aspen-Institut mit dabei ist. Das Aspen-Institut fördert auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und so hat man im ganzen Vorstand der Grünen Verflechtungen mit diesen Organisationen. Wie soll man dann noch davon ausgehen, dass diese Grünen die Grünen von damals sind? Leider nicht mehr. Wenn man sich dann noch überlegt, wer denn da eigentlich mit den Parteispenden vor der Tür steht, wer finanziert denn die Grünen? Tja, da dürfen wir mal ein klein bisschen raten. Der größte Einzelspender der Partei, 87,3%, die Allianzversicherung. Toll. Wenn eine Allianzversicherung eine Partei mit über 80% unterstützt, dann kann man, glaube ich, nicht mehr davon reden, dass diese Partei noch objektiv ist, sondern dann eben sehr, sehr beeinflusst. Und dann eben auch Dinge tut, die die eigene Bevölkerung wahrscheinlich gar nicht mehr so mag. Aber da hängt das Geld mit dazu, da hängen die Verpflichtungen dann mit dazu, mit da rein. Und das tut mir eben so leid, dass wir in der Parteienlandschaft selbst auf diese Parteien nicht mehr zählen können, die uns damals mit Hoffnung entgegenkamen. Ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Musik und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, sagt euren Freunden Bescheid, nächsten Montag wieder Montag.